Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV am Wochenabschluss 2. Dezember 16:45 Uhr. Wir wollen auf den Markt blicken und ich habe mir heute hier nochmal den S&P 500 vorgeholt, nachdem wir gestern eigentlich eine relativ scharfzüngige Einschätzung trafen. Hier nochmal der Post von gestern. Lasst uns das nochmal kurz aufrufen. So, da haben wir auch den Live-TV-Screen gerade. Für alle die, die das auch noch nicht gesehen haben, so läuft das eben ab. Und wir hatten gestern den Index-Scan hier an dieser Stelle. Da das Picture dazu mit einem Rücklauf des S&P 500. Das hatten wir erwartet und ja, das sah mal gar nicht schlecht aus von der Entwicklung, wenn wir uns jetzt den Index anschauen, der dann gestern tatsächlich mit Aufgabe des Levels um 1195, ja, tat sich hier ein Stück weit schwer, aber mit Aufgabe dieses Levels tatsächlich wurde dann das Unterstützungsniveau hier um 1185, 86 rund. Plus minus 2, 3 Punkte erreicht und ja, letztlich eine formidable Leistung, von der es heute wiederum hier in der 24-Stunden-Indikation von JFD Brokers hier nach oben wieder ging. Und jetzt sind wir hier genau an dem Punkt, wo es gestern einerseits das Support-Level gab und eben die Maßgabe, dass der Index hier, wenn er denn nach unten durchfällt, eben weiter korrigieren dürfte, sich jetzt hier eben sozusagen als Widerstand etabliert hat. Die ehemalige Unterstützung fungiert jetzt eben als solche und ja, wenn der Index jetzt hier nicht wirklich nach oben rauszieht, also insbesondere jetzt hier über 2197 geht, würde ich mal sagen, sieht es mal nicht so schlecht aus, dass wir hier doch nochmal nach Süden laufen könnten. Das ist zumindest mal hier eine vorsichtige Einschätzung, die, und Sie haben es auch gestern in dem Bild gesehen, hier mit dem Picture der Fuzzy-Vektorlogik, die nach unten zeigte, die, meine lieben Zuschauer, will ich Ihnen auch heute nicht vorenthalten, die zeigt nämlich heute für den S&P 500 wieder nach unten, obgleich heute nicht ganz so synchron. Wir sehen hier, ja, wir haben jetzt hier schon mal den Aufwärtsmove gesehen. Theoretisch die Tendenzzeichen hier ganz klar schwächer, zumindest was die Fuzzy-Vektorlogik auf Intraday-Basis hier anzeigt. Also, wenn der Index jetzt hier sozusagen nach unten abdreht, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir nochmal die gestrigen Tiefs sehen, zumindest hier in Richtung 2186, 2185 zurücksetzen. Sollte es allerdings dazu kommen, dass wir hier uns so ein Stück weit festigen, dann gibt es entweder hier Ping-Pong oder aber eben dann tatsächlich heute nochmal einen wohlwollenden Wochenausklang. Doch vor dem Italien-Referendum bin ich mir jetzt nicht sicher, ob hier so aggressive Käufer in den Markt kommen. Vielleicht haben wir auch grob mal sozusagen vor dem Wochenabschluss gesprochen, die Situation einer, machen wir es mal mit dem Rechteck fix, einer groben Range, die sich dann jetzt hier sozusagen abspielt. Ja, dass jetzt hier nicht mehr viel passiert nach dem Aufwärtsschub, aber ich würde doch schon einen kleinen Rücklauf befürworten, um ehrlich zu sein. Das mal beim S&P 500. Fuzzy-Vektorlogik gibt hier sozusagen Rückenwind, was sozusagen auf Tagesbasis der Fall ist. Lasst uns da mal den Tagesschart sehen. Da hat der S&P 500 im Prinzip auch das gemacht, was wir ja ein Stück weit länger schon erwartet haben. Jetzt ist der Pullback hier sozusagen gelaufen an eben das Level. Und ich ziehe den blauen Tendenzfall einfach ein Stück weit nach rechts, weil wenn wir uns hier jetzt stabilisieren, Italien-Referendum hat da sicherlich Einflüsse drauf, dann kann der S&P 500 hier durchaus nach oben aufdrehen. Auf Tagesbasis wohlbemerkt. Denn die Saisonalität zeigt mit Beginn nächster Woche ein Stück weit seitwärts, aber dann hier ganz klar nach oben. Und insofern, wenn wir uns hier über 2185 stabilisieren, 2186, eben diese nunmehrige Unterstützungszone hier ganz klar im September, August ein Widerstandslevel, dann hier ausgebrochen im November. Jetzt Rücklauf, Pullback ganz klassisch. Wenn der Index es jetzt schafft, hier von aus nach oben aufzudrehen, dann sieht das im Sinne der Saisonalität mal gar nicht schlecht aus. Okay, S&P 500, somit kurzfristig könnte es hier nochmal Schwäche geben zum Wochenende. Andernfalls in der kommenden Woche, je nach Italien-Referendum, das wird wie gesagt nochmal die große Gretchenfrage. Wie der Ausgang dann interpretiert wird und ja, das werden wir mal abwarten, wie die Gaps sind. Wir haben ja, wie gesagt, schon einige Events dieses Jahr gehabt, da wurde es sehr turbulent. Warten wir mal ab, was von Sonntag auf Montag dann passiert. Grundsätzlich, das mal die Einschätzung jetzt neutral, ganz charttechnisch bezogen. Gehen wir auf den Euro-Yen an, da kam auch noch eine Frage im Post, im Chat. Wir sahen hier die Situation auf Wochenchartbasis. Der versucht sich hier am Ausbruch. Das sieht nicht schlecht aus. Euro-US-Dollar ja auch selbst an einer wichtigen Unterstützungszone und eigentlich bereit für eine korrektive Erholung. Sollten die Aktienmärkte, auch der S&P 500, hier den Weg nach oben einschlagen, dann ist davon auszugehen, dass auch der Yen weitere Schwäche zeigt und hier der Euro gegenüber dem japanischen Yen dann im Kontext sogar nach oben rausziehen dürfte. Sieht eigentlich nicht schlecht aus. Das damalige Szenario hier auch mal dargestellt unter seasonalen Gesichtspunkten.
keine schlechte Geschichte. Wir haben auch hier, wenn ich auf den Euro-Yen mal umschalte, im Sinne der bullischen Indexindikation beim S&P 500, auch beim Euro-Yen hier eine ganz, ganz klare Richtlinie für den September, für den Dezember, sorry. Sie sehen hier die Tendenz ganz klar bullisch ausgerichtet. Und insofern, wenn es Rücksetzer gibt in Richtung 120 an, als Pullback an diese gebrochene Abwärtstrendlinie, dann kann man das hier durchaus als Chance ansehen. Wie gesagt, Montag erstmal abwarten, dann werden die Karten neu gemischt. Tatsache ist, wenn es hier über 122 rausgeht und wir diesen Move hier sozusagen weiter nach oben zelebrieren, dann ist hier noch einiges an einigen 100 Pips möglich und dann kann hier der Euro-Yen auch weiter aufdrehen. Also wir wissen, dass der Yen immer zu starken Trendphasen neigt und wir sind jetzt hier mit diesem Ausbruch vom November über diese Range, die wir letztlich jetzt hier verlassen haben, seit Mitte November ganz klar bullisch und ja. Starke Trendbewegung gerade am Forex-Markt können hier weitere Überhitzungszustände annehmen. Und insofern wird es mich nicht wundern, wenn, wie gesagt, das Referendum am Sonntag positiv aufgenommen wird, beziehungsweise erste Schwankungen am Montag verdaut sind, dann der Markt hier vielleicht nochmal richtig einen drauflegt. Wird spannend. Wie gesagt, die Chancen sind da. Sollte es ganz anders kommen, sehen wir dann die Yen-Stärke, also sozusagen Safe Haven, Aktienmärkte gehen in Korrekturmodus, Yen ist gefragt. Dann muss man davon ausgehen, wenn es hier einen deftigen Rücksetzer gibt und der Euro-Yen hier unter die Trendlinie wieder eintaucht, speziell deutlich unter 120, also ich würde direkt auch sagen, hier diese gute Kerze vom 30. November oder auch hier 29. Also wenn wir hier das Ganze ein Stück weit relativieren, dann wird es gefährlich. Dann kann es auch noch ein Stück weit tiefer und möglicherweise sogar dann richtig tief hier bis in den Bereich 116 Yen zurückgehen. Aber wäre im Sinne der Saisonalität auch nicht unbedingt mein präferiertes Szenario. Doch warten wir mal ab. Die Karten werden am Wochenende gemischt. Ich freue mich drauf. Werde Sie am Montag dahingehend informieren. Jens, Viva Morning Meeting um 10:30 Uhr sowieso, beziehungsweise Long Short DAX schon dann kurz nach 9 am Montag wieder. Freue ich mich drauf. Ich sage Ihnen an dieser Stelle erstmal schönes Wochenende. Hoffe, Sie hatten eine gute Handelswoche. Wünsche Ihnen auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und wir hören uns wieder, Ihr Christian Kämmerer. In diesem Sinne, auf bald, schönes Wochenende und tschüss.